Lederrüstung plus 3. Heiltränke sieht alles okay aus. Spiegelaugentränke brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die hätten wir auch verkaufen können, aber egal. Oh ja. Und du bist ein popeliges Langschild plus 1. Das heißt, das geht zu Minsk. Und dann kriegt sie hier einmal ihren Geschosszauber wieder. So, das heißt, es geht jetzt ab nach Ulgotsbiert, 24 Reisestunden. The journey home is mercifully without incident, though the events on the isle you left behind. Das interessiert uns eigentlich gar nicht. Das war wohl ein Bug, dass das zweimal gekommen ist. Das mit dem, das war jetzt gerade nämlich der Rückweg von der Werwolfsinsel. Verlasst diesen Ort und kehrt erst zurück, wenn eure Welt ein Ende gefunden hat. Heiden, ihr seid diejenigen, die den Dolch des Seelendiebs aus Durgs Tum geholt haben. Gebt ihn mir sofort heraus. Warum sollte ich euch den Dolch geben? Der Dolch hält den Mittelpunkt all unserer Gebete. Unser Gott kann endlich zurückkehren, ich muss ihn haben. Wir werden euch den Dolch nicht geben. Er wird mein sein. Okay, Kultanhänger. Okay, das sind komische Kultanhänger direkt vor unserer Nase. Und sie machen ein bisschen Aua. Und au, sie hauen Dünner hier kaputt. Au und Khalid. Okay. Minsk. Hilf ruhig mal hiermit. So, es ist nur noch der Bogenschütze hier. Au, und Minsk muss jetzt auch übelst einstecken. Falsch. Los, 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 Minsk heilen. Gut. Okay. Was war das jetzt gerade? Wir wurden von irgendwelchen Kultisten angegriffen, die uns als Heiden bezeichnet haben. Die haben uns den Dolch gestohlen. Und jedenfalls einer von ihnen hat es dann einfach abgehauen. Ja, und unsere Gruppe sieht ziemlich mitgenommen aus dadurch. Durch diesen einen Angriff. Ups, das war der falsche Zauber. Okay. Ich habe mich gerade nämlich gewundert, warum sie so lange braucht, den Zauber auszusprechen. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So, dann muss doch Khalid geheilt werden. Was wollt ihr? Und Khalid muss den da mal ablegen. Habe ich nämlich schon wieder wahrscheinlich irgendwo Magiewiderstand gehabt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Okay, da hat er Segen schon wieder nachgelassen. Ja, oh ja? Allgegenwärtige so. Autoritätsperson. Ihr habt eine Ausgabe. Komm schon. Einmal sie noch heilen. Was? Gut. Und dann reden wir erstmal mit dem Zwerg hier, was das für eine Aktion gerade war. Was der uns dazu sagen kann. Etwas lief schief. Was ist es? Wir hatten den Dolch zurückgeholt, doch irgendein religiöser Fanatiker hat ihn uns gestohlen. Keine Ahnung warum. Es ist, wie ich befürchtete. Hört mir zu, wir haben nicht viel Zeit. Jede, die euch den Dolch stahlen, sind dieselben, die den Dämonen losließen, der meinen Großvater tötete.
Mein Großvater wurde von einem Tanari getötet, einem Nabazo, um genau zu sein. Derjenige, der euch den Dolch stahl, gehört zu einer Sekte, die diese Bestie als ihren Gott verehrt. Vor vielen Jahrhunderten, als mein Großvater mit Durlak auf der Suche nach Abenteuern war, Abenteuern durch die Lande zog, verdarben sie es sich mit dem Tanari, der von der Sekte auf unseren Clan losgelassen worden war. Durlak und mein Großvater besiegten den Tanari, doch mein Großvater wurde tödlich verwundet. Sie fing die Essenz des Dämonen in einem Dolch. Mein Vater fand heraus, wie er den Dolch und die Bestie darin zerstören könnte. Doch Unglück brach über Durlak herein, bevor er den Dolch zu meinem Clan senden konnte. Ihr müsst die Sekte finden, ihr müsst den Dolch zurückfinden, sodass ich die Bestie beseitigen kann. Wenn es der Sekte gelingt, den Dämon zu befreien, dann muss er getötet werden, bevor er Verderbnis über unser Land bringt. Geht und holt den Dolch schnell. Nach meiner Rückkehr vor Durlaks Turm wurde ich angegriffen. Sie wollten einen Dolch, den ich gefunden hatte. Als ich ihn nicht herausgeben wollte, haben sie ihn von mir gestohlen. Diese Angelegenheit muss ich noch genauer betrachten. Vulkan hat uns nicht alles erzählt, als er uns auf der Suche nach dem Schwert schickte. Eigentlich ist es ein Dolch. Wahrscheinlich Klinge richtig übersetzt. Offenbar befindet sich in der Klinge die Seele eines bösen Dämons, der Vulkans Großvater umgebracht hat. Die Leute, die uns überfallen haben, gehören der Sekte an, die den Dämon verehrt. Vulkan glaubt, dass sie den Dämon in ihrem Haus in Urgots Beard wieder zum Leben erwecken wollen und will daher, dass ich sie aufhalte. Dass wir sie aufhalten. Beinahe unter meiner Würde. Dafür müssen wir aber erstmal hier raus wieder. Können wir nicht, weil wir zu sehr aufeinander hocken. Nichts leichter als das. Doch, können wir. So, dann sagen wir jetzt erst einmal Daltons Mutter Bescheid, dass wir den Knaben gefunden haben. Was wünscht ihr? Jupp. Danke euch, dass ihr Dalton gerettet habt. Er kam einige Tage vor euch hierher zurück. Die Geschichte, die er zu erzählen hatte, war ganz unglaublich. Todesritter. Nun, es wäre schön, meinen Sohn wiederzusehen, selbst wenn es nicht... Es war schön, meinen Sohn wiederzusehen, selbst wenn es nicht für lange war. Hier sind einige meiner Ersparnisse für eure Mühen. Eure Rettung mag jedoch umsonst gewesen sein. Da hat er es wieder losgezogen. Er ist auf der Suche nach neuen Abenteuer. Dieser dumme, dumme Junge. Was wünscht ihr? Ich muss zu meinen Sorgen zurückkehren. Entschuldigt mich. Ja, super. Wir hätten ihn da unten lassen sollen. Nichts leichter als das. Okay, da ist wieder so eine Sektenwache. Ganz unauffällig. Eigentlich nicht. Ihr habt nicht gehört und werdet nicht sehen. Doch, haben wir eigentlich. Ihr dort, wo wollt ihr hin? Wir gucken uns nur um. Sucht anderswo, das hier ist Privatbesitz. Ich will an dir vorbei, mach Platz. Ich habe euch schon einmal gewarnt, doch ihr geht mir immer noch auf die Nerven. Jetzt müsst ihr für eure Einmischung bezahlen. Jo, das sind viele. Ich würde am liebsten da oben einen Feuerball hinwerfen, aber damit treffe ich wahrscheinlich irgendjemanden, den ich nicht treffen sollte. Was? Gut. So, ihr beide da lang. Khalid da lang. Und ihr beide kümmert euch um die zwei da. Machen wir erstmal die Bogenschützen ordentlich weg. Wow, okay, das ging sehr gut. Okay. War hier nicht noch einer? Oder ist der irgendwohin verschwunden? Kann ich euch behilflich sein? Ja, nichts leichter als das. Okay. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Sind alle tot? Beinahe unter meiner Würde. Sieht so aus, als ob alle tot wären. Hier draußen jedenfalls. Ich denke mal, bevor ich da eindringe, sollte ich mich etwas hochbuffen. Falls ich da drin noch mehr Überraschungen finde. Und ja, ich weiß, wir sind ein bisschen angeschlagen, aber das geht noch. So, einmal Speed.
Und natürlich Khalid. Was wollt ihr? Was immer ihr braucht. Eure Dienerin steht so, zu euren Diensten. Haben wir nicht, wenn dann... ihr braucht meine Hilfe? Nein, ich schon wieder der Fehler. Dann sprichst du halt den Segen aus. Dann eine Verteidigungskoordination, Schutz vor dem Bösen. Ich bin ganz ohr. Du das. Ja. Khalid kann den hier wieder anlegen. Wow, minus 9. Dank der Verteidigungskoordination. Okay. Ja, noch ein paar von denen. Eure Seele wird als Futter. Seckenzauberer. Euch nicht, wenn es soweit ist. Ah, Talis und Konsorten. Wir dachten uns schon, dass ihr heute eintrefft. Hervorragende Zeitplanung. Danke für das Kompliment. Sollen wir euch jetzt gleich töten oder würdet ihr gerne noch ein bisschen betteln? Gebt uns den Dolch. Wir werden ihn euch so oder so entreißen. Hervorragende Zeitplanung. Wir sind noch nicht zu spät dran, auch der Sekte beizutreten. Und gebt uns einfach den Dolch. Nach und selbst wenn ihr mich schlagen und in das innere Refugium und das innere Refugium finden solltet, kommt ihr doch zu spät. Der Gott kommt und Kummer und Leid wird über jene kommen, die sich weigern, ihm zu huldigen. Ihr solltet froh sein, dass ich bereit bin, euch hier zu töten. Unser Gott will euch nicht so schnell sterben lassen. Also ja, das heile innere Refugium haben wir ja schon mal entdeckt gehabt eigentlich. So. Jetzt erstmal weg mit dem Magier, der nervt. Und dann weg mit dir auf jeden Fall, bevor du ihn antrittst. So. Jetzt wieder hinten hat eine Axt. Was? Ihm mir auf die Augen, Bo! Ihm mir auf die Augen! So. Und das war's mit ja, den Gegnern hier. Beinahe unter meiner Würde. Oh, ein paar interessante Gegenstände. Du auch. Ein Heldentrank. Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ihr Heldentränke dabei habt. Noch ein Heldentrank? Oh, überladen. Ups, das war falsch. Das ist ein Heldentrank. Die Heldentränke, die überschüssigen, gehen erstmal zu ihr. Langschwert. Wertlos. Eine Stabschleuder. Wertlos. Eine Schurkenrobe. Wertlos. Wo ist nur die Robe des guten Magiers, wenn man sie mal braucht? Ein Zaubertrank. Noch ein Zaubertrank. Noch ein Zaubertrank und trink noch einen. Immerhin. So. Hätten wir noch das und das hier. Stab des Schlafes. Robe des Reisenden und ein nicht identifizierter Stab des Frostes. Stab des Schlafes. Nicht so toll. Nimm du mal so einen. So. Was wollt ihr? Gut. Gibt es hier noch mehr Heldentränke? Hier hat jeder einen Heldentrank, habe ich fast so das Gefühl. Jo, du auch. Das heißt, ich kann... Ja. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich habe genug Heldentränke. Gut. Du hast auch einen. Du hast wahrscheinlich auch noch einen. Und noch einen. So, jetzt reicht's aber langsam mal. Jo. Das heißt, wir gehen mal kurz rasten. Der Dämon würde uns ja nicht davonlaufen. Gut. Und unser überschüssiges Zeug verkaufen. So, tum tum tum. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, so Talisa. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Zeigt mir mal, was ihr anzubieten habt. Billig. So, Langschild, Langschwert plus 1. Die ganzen Sachen weg.
Kalit hat nichts. Imoin hat auch nichts. Nur ein paar magische Geschossstäbe. Einmal mieten. Und fertig. So. Dann bitte einmal versammeln. Gut. Oh, das ist mitten in der Nacht. Ja, wir kämpfen nachts gegen einen Dämon.